Wir sind die Betriebsgemeinschaft Heller Meier aus Willisau, das ist Luzerner Hinterland. Wir hatten vorher eine relativ aufwendige Fütterung, wir haben noch viel von Hand gefahren und haben das Ziel gehabt, das zu automatisieren. Automatisieren und vor allem Platz sparen. Und da sind wir eben auf die Firma Moser gekommen mit dem Band. Arbeitszeiteinsparung ist natürlich enorm. Vorher haben wir im Winter vielleicht 2 Stunden Futterzweck gemacht. Klar konnte man andere Arbeiten dazwischen machen. Aber das fällt jetzt weg. Das musst du schauen, Maize rauslassen, musst wieder abstellen, Gras rauslassen, musst wieder anlassen und abstellen. Bist du einfach flexibler geworden. Es läuft selber, es läuft alles vollautomatisch. Es ist wirklich, wenn es funktioniert, und es funktioniert zu 99%, hast du nichts zu tun damit. Und vor allem ist halt auch ganz gut die geniale Steuerung drauf auf der ganzen Anlage. Ich kann dort mit ganz wenigen Handgriffen die ganze Steuerung, die Fütterung schnell ändern. Und hier fahren sie immer alltag gleich. Kannst 10-mal fahren oder 5-mal fahren. Es fahren immer gleich viel. Wir haben Koppelweide, wo sie irgendwie 4 bis 5 Tage drin sind. Am ersten Tag haben sie viel. Dann fahrst du mit 1% runter. Und nachher, wenn sie weniger haben, fahre ich drin etwas mehr. Und es ist viel ausgeglichener. Also ich habe keine grossen Schwankungen mehr in der Milchleistung, die wir vorher eigentlich hatten. Also im Stall haben wir sicher mit dem Platz haben wir sicher sehr viel Ruhe gewonnen. Und auch mit dem Fuhren, wenn wir auch am Fuhren sind, wenn sie jetzt am Vormittag eigentlich fuhren, dann kann es sein, dass die halben Kühe stehen gar nicht auf. Die können wir gar nicht schauen. Die wissen genau, ich kann noch immer noch fressen. Also der war vorher etwa 5,30 m oder 40 breit. Und jetzt ist Knöpfe noch 1,40 m. Also wir haben dort gut 3 Meter gewonnen vom Platz her. Das ist etwa der grösste Punkt im Stall, den wir müssen machen. Qualität der Kühe hat zugenommen, also die haben, Lebensqualität hat sich verbessert. Die Qualität der Betriebsleiter hat natürlich auch zugenommen. Wir müssen nicht mehr Futter zuputzen, weil vorher am Mittag oder am Nachmittag, wenn sie das Heu vorgestossen haben, musst du Futter zuputzen, am Morgen musst du Futter zuputzen. Also die Kühe schieben das Futter gegenseitig zuschieben. Bahrenputzen, das ist eine einfache Sache mit dem Besen und Schaufeln. Und hast keine Heuverletzerei mehr, weil es halt wirklich super und gut gemischt ist. Wir empfehlen das sehr. Also es sind auch schon viele Leute, die schauen oder haben das gesehen. Und wir können eigentlich nur positiv von dem reden. Wir würden das sofort wieder machen. Es ist eine geniale Sache und ich kann das jedem empfehlen. Es gibt ein bisschen Lebensqualität.